Und willkommen zurück zu Ark Extinction. Und da hinten läuft der Herr Stein, ich bin der Dex und wir hatten... Oh, ein Ei. Ein Ei. Juhu. Wir haben ja in der letzten Folge versucht... Was in der letzten Folge, wo wir es versucht haben? Oder was war die letzte Folge? Ich glaube, das war die letzte Folge. Nee, die letzte Folge haben wir nochmal Managam gezähmt, ja, ne? Ja, stimmt. Ja. So was. Den Weibchen hier. Und in der vorletzten Folge haben wir hier leider Managam verloren, weil wir sammeln für die Titanenbosse. Und das werden wir heute wieder machen. Stony wird jetzt gleich wieder Richtung... Wyvern. Richtung Wyverns, genau. Und ich werde mir mal... Leider sind wir noch keine 74 für einen T-Rex-Sattel. Das bedeutet, ich werde mir mal so ein Megatherium schnappen. Oder lieber so ein Managam. Dein Managam ist gestorben gewesen. Aber ich glaube, Managam ist, glaube ich, besser für so welche Aktionen. Da kann man ganz schnell zack wegspringen und weg ist man. Ja, yeah, und dein Managam ist gestorben. Bei der Aktion, meinst du? Naja. Das ist egal. Ist es nicht so tragisch. Ja, die beiden würde ich nicht nehmen, weil sie sind die höchsten, damit wir da wieder Vierhänder machen. Könntest du meine Scheivana nehmen, weil den anderen ist ja auf mich gepündet, damit will ich ja los. Mhm. Tja, Akuma ist im Moment nicht da, die arme Akuma ist gerade krank, also ein Herzchen für die Akuma bitte in den Chat, aber in die Kommentare könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ich könnt auch chatten, wenn ihr möchtet, aber hier gibt's ja keinen Chat, aber... Ja, doch, indirekt, doch, bei manchen Videos kann man Chat einstellen. Das kann man... Ja. Ja. Du kannst eine Premiere machen zum Beispiel. Eine Premiere, dann läuft die dann sowas wie ein Counter für dich. Das habe ich auch schon 2-3 Mal gemacht. Das ist ein Counter, der läuft dann. Und dann steht dann da Dextro veröffentlicht gleich in, keine Ahnung, 2 Minuten oder 10 Minuten ein neues Video. Und dann kann man mit den Leuten chatten währenddessen. Und wenn das Video vorbei ist, wenn sie das alle angeguckt haben, also wenn die Zeit jetzt des Videos an, startet das Video und wenn das dann zu Ende ist, dann ist der Chat auch aus. Also dauert das Video eine halbe Stunde, dann bin ich eine halbe Stunde drin. Wenn das Video nur 5 Minuten dauert, dann bin ich nur 5 Minuten drin. Ja, aber du kannst doch. Das ist immer ganz gut. Habe ich das ein paar Mal gemacht mit den Leuten, ist immer ganz nett. Es sind immer ganz viele dabei, ja? Echt? Wann hast du denn? Wann haben wir mitbekommen? Einmal habe ich das für... Das letzte Mal habe ich das bei dem T-Rex Breakout-Video gemacht. Das ging 15 Minuten lang und dann haben wir ein bisschen gechattet. Aber ich werde mir jetzt mal... Ich nehme jetzt einfach mal den Managari... Die Shaivana. Nee, ich meine Managari... Achso, die können... Die beiden Managans vorne, nicht neben, nee, die nicht. Kinder. Die nicht, aber was ist denn mit den... Du hast ein bisschen losgeflogen, ja? Ja, ich bin schon losgeflogen. Achso, okay. Der letzte, der über ist, ist die Shaivana. Shaivana. Ist die voll? Nö, wunderbar. Ja. Weil die Akuma hat das ja immer genutzt hier zum Ausleeren ihrer... Was? Meine Schifane? Ihre Klamotten oder sowas. Dafür habe ich die dann nachher in den Schrank hingestellt. Also, gesammelt wird jetzt Bronto-Knochen oder sowas, Beine, Dingens. Und was noch? Ich hole gerade die Weibern-Tars. Und da war... Nee, da war noch dabei... Ja, T-Rex-Arme. T-Rex am irgendwas mit Spino-Segel. Spino-Segel. Ach, der ist noch da. Farmt der Managam das mit oder muss ich absteigen und das mit der Hacke hacken? Das sind die Innereindecks. Das sind keine Sachen, die du von den Tieren abhacken musst. Bedeutet. Das sind in den Taschen. Ach scheiße, okay. Ich habe jetzt einen Bronto... Hast du schon wieder vergessen, oder was? Ja, ich vergesse das auch jedes Mal. Ich denke mal jedes Mal, dass man das... Testen, da liegt wirklich eine Tasche. Erstmal abchecken, dass hier kein Tier ist. So. Knistert das gerade hier in dem Gebiet, ey. Ja. Gerade 4 Gigas, Alter, Junge. Das sind die Sauropod-Wirbel. Sind das die vielleicht, ja, die du meinst? Ja. Ah, okay. Die Bronto-Knochen sozusagen. Ich finde das so cool. Also, die Managams finde ich recht hässlich, aber ich finde die Aktion, diese Kampf... Wie nennt man das hier? Kampfbewegung.
Jetzt habe ich den auch noch eingedingst. Die Kampffähigkeit, dieses Eineisen, finde ich richtig cool. Wenn sie die mal eigentlich richtig hinkriegen würden. Oh, ich habe ja alles weggebasht. Weil bei Flugtieren ist sie nämlich komplett verbuggt, diese Animation. Okay. Weil die Flugtiere fallen dann nämlich runter, wenn sie eingeeist sind. Übrigens. Ich hab gerade gesagt, du wärst schon fertig, ja? Nö, das heißt, die fallen auf den Boden. Das heißt, wenn die oben eingeeist sind, fallen die runter. Du weißt dann nicht, wo sie sind, weil das Tier wird doch oben angezeigt, aber. Ach so, okay, ja, das ist noch. Ja, das werden sie aber nie lösen. Ja, werden sie das, auch nicht. Das wird so bleiben. Wir haben übrigens noch nie im Let's Play natürlich, im Let's Play ein Gaspark gezähmt. Finde ich total interessant. Nee. Also Gaspark ist das so ein Moschop, so ein unnützes Tier, was man vielleicht mal gut benutzen kann, wenn man es braucht, aber. Eck ist meiner. Was ich ein bisschen schade finde, dass du die Mantis aus dem Dungeon nicht zähmen kannst. Ich finde, die Mantis, die fehlen irgendwie so in der Prärie hier. Das passt irgendwie richtig gut hier hin. Weil die gibt es ja in der Höhle. Mhm. Nur die kannst nicht zähmen. Ich finde, dass man sagt, okay, wir machen sie zähmbar, aber nur mit Hilfe von den Deathworm-Mörder, den Corruption. Die Corruption Weed sind. Die sind dann halt super selten, ja, aber. Kannst du wenigstens zähmen. Ich habe eben nicht aufgehoben. Ich vergesse das immer jedes Mal. Weißt du rein zufällig, wie viel man. Da ist er. 10. Ach, nur 10. Das geht ja schnell. Es ist immer 10. Herzen immer 100 und die anderen Kram immer 10 Stück von. Vielleicht, wenn er jetzt in der Nähe ist. Übrigens, wenn du mit der, haben sie ja auch in den Kommentaren geschrieben, wenn du mit der Eule Nachtsicht anmachst, siehst du den Raptor-Klaus besser fliegen. Achso, ja, das ist ja. Wo kommt der? Weißt du das rein zufällig, wo der ist? Ich bin hier tief in dem Gebiet, also ich kann den nicht rausgucken. Dann mach das doch mal. Geh doch da raus. Steh dich mal nicht so an. Sei kein Unmensch. Ja. Ich glaube, das Problem ist an dem ganzen Brontos zu finden. Ich habe jetzt alle Brontos gemampft hier. Ja, die musst du einmal um die Stadt drumherum. Die sind immer dann. Oh, da ist noch einer. Wo ist die Weibern diesmal hingepackt? Ah, da also. Wir sind übrigens, bevor wir gerade online gegangen sind, haben wir ein bisschen diskutiert über Atlas. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wer von euch Atlas spielt und wie er es findet. Oder noch dazu, wenn positiv, warum? Ihr könnt ja mal ganz kurz irgendwas schreiben. Oder negativ und warum? Wir sind da, ne? Das ist out auf Eis atmen. Wir würden das gerne mal wissen. Warum das so mega größtenteils negativ bei den Steam-Charts ist und trotzdem super hoch verkauft wird. Würde ich gerne wissen. Also negativ ist halt echt was viele argumentieren, was ich halt total blöd finde, ist das mit dem Server. Ja, es lief scheiße von Anfang, aber es ist ein Early Access. Ich würde niemals ernsthaft an ein Spiel reingehen, was Early Access ist, erst recht nach ARK. Erst recht, weil viele von ARK kommen, sollten es wissen, dass es nicht gut geht, dass die Server scheiße sind. Also da würde ich definitiv. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass, also jetzt fangen wir ja eigentlich schon wieder mit der Diskussion an. Wir diskutieren ja immer so ein bisschen. Man könnte ja sagen, das liegt, warum, wenn sie doch ARK hatten, dann haben sie doch ein Baby gehabt, wo es ist besser. Aber das ist ja ein ganz anderes. Das hat gar nichts mit ARK zu tun, dieses ganze Server-Cluster-System. Also ist schon echt schwer zu lösen. Ich finde das, ich habe keine Ahnung. Sonst hat man immer so eine Idee, wie man das machen könnte. Aber das Cluster-System ist echt schwer. Man will es den Zuschauern
riesengroß machen. Wie viele Server sind das eigentlich so ein Cluster nochmal insgesamt? 15 mal 15. 15 mal 15 Server. Und was frisst denn jetzt endlich auf, ey? 15 mal 15 Server. Man möchte eine mega Map haben. Aber man kommt. Man möchte es nicht, dass es laggt. Ja, wenn du eine riesen Karte haben willst, du brauchst eine riesen Karte zu spielen. Richtig. Und wenn sagen wir mal, deswegen auch, zum Beispiel, die würden jetzt nur eine Karte nehmen. Heißt, du hättest nur die Möglichkeit bei einer Karte von 150 Mann drauf, bei der riesen Karte. Hast du ja keinen Gegner. Wann siehst du den denn mal? Das ist wie, sagen wir mal, hier No Man's Sky. Das ist ja auch ein Riesenwelt, wie willst du denn da einen finden? Das wäre ja Glück pur, dass du da mal jemanden siehst. Da sieht man das zum Beispiel bei Sea of Thieves. Sea of Thieves, also ich finde, es ist sehr schwer, es ist eine große Konkurrenz zwischen den beiden. Ich finde, Sea of Thieves hat so ein bisschen mehr piratisch, aber es ist nicht so komplex. Aber das große, große Problem bei Sea of Thieves, und das ist das, weil du ja gerade darüber geredet hast, man sieht so selten Gegner. Man sieht ja so selten Gegner und das ist so nervig. Manchmal fahren wir dann da, ihr könnt ja die Let's Plays ja mal angucken, fahren wir dann da rum und rum und rum und rum und rum und rum und rum. Da sind 30 Minuten eine ganze Folge um. Man hat zwar ein paar Schätze gesammelt, aber keine Gegner gesehen. Oder wenn dann mal vielleicht ein Gegner da ist, dann fahren die weg. Deswegen, und stellt mal vor, der Riesen-Server, wenn wir jetzt so machen, wie es jetzt ist, dann mal 15 mal 15 mal 150 Spieler. Es wird nur Probleme geben mit den Servern. Also mit den Lags und alles, weil so viele Leute auf einen Teil connected sind, das heißt, die Auslastung wäre auf Doom. Da würden die Leute jetzt richtig mal schreien, dass das nicht funktioniert. Deswegen finde ich das Cluster-System eigentlich ganz gut. Das Cluster-System ist super, aber auch sehr, sehr schwer gelöst. Also das für Online-Spieler, PvP und PvE, die sagen, ich spiele sowieso nur online, dann ist das wunderbar. Aber für Leute, die wie jetzt vielleicht die Let's Player, wie ich jetzt zum Beispiel, die lieber einen privaten Server hätten, das ist der Horror. Ja, deswegen, dass so ein Singleplayer hätte ich gerne noch. Das ist das, das ist der größte Kritikpunkt, den ich bei Atlas habe, dass es da kein Singleplayer in dem Sinne gibt. Und dann nicht einfach sagen, okay, ein Singleplayer, ist das ja eher alleine? Juckt euch einen Scheißtrick, dann macht ihr da mal komplette Karte so wie ihr wollt mit den ganzen Inseln und das dann mal so groß wie die Originalkarte, sagen wir mal so krass. Es gibt die Möglichkeit, da muss ich jetzt mal einfach indirekt, das ist jetzt kein Übergang gut gemacht von Stone, sondern es ist einfach mal wirklich eine Werbung für meine lieben Partner von G-Portal, die ja die ganzen Server von uns sponsoren. Es gibt bei G-Portal, weil die ganzen Server-Hoster ja auch Probleme damit haben, mit so welchen Sachen wie diese Cluster. Die können ja jetzt nicht sagen, ja, wir geben dem Dex jetzt einfach mal 15 mal 15 Server. Wer will denn das bezahlen? Kein Mensch. Und da die dann so schnell wie möglich eine Lösung gesucht haben, haben sie es so gemacht, man kann einen Privatserver nehmen und der ist dann aufgeteilt auf einen Server mit allen Biomen. Also es ist dann so gesehen mehr oder weniger eine große Riesenmap. Man kann es auch aussuchen, eine kleine Map kannst du auch nehmen, aber es gibt auch eine große Riesenmap mit allem drin, drum und dran, für die Leute, die es gerne privat haben möchten. Also Jackson, du sagst, also bei G-Portal ist es möglich, also einen Server zu machen, der, sagen wir mal, genauso groß ist wie die 15 Cluster. Nein. Oder ist es so groß wie ein Cluster? Das ist so groß wie ein Cluster? Ja gut, das ist ja wieder, ist es gut gelöst? Man muss es ja irgendwie lösen. Ja, aber ich finde es wieder, was ich aber will, ist ein Server, der so groß ist wie 15x15, wie das Originalspiel. Ja, also, gibt ja keinen, der so groß ist. Nicht nur das Original ist so groß. Ja, deswegen sollen die Atlassian-Wicker das machen. Das sollen sie lösen. Ein Singleplayer-Modus machen, wo du hier sagst, ich möchte jetzt die Karte, die immer 15x15 aufgeteilt hat, für mein Singleplayer haben. Ja, aber ich find die Idee, dass zum Beispiel jetzt der Server-Hoster von sich aus sagt, okay, der Entwickler hat noch keine Lösung, dann bringen wir einfach die Lösung. Ja, das finde ich cool gemacht. Das finde ich super, weil du kannst auf deinem privaten kleinen Miniserver, den du da hast, den du auch schon vorher vielleicht gemietet hattest, kannst du sagen, ich hau jetzt da Atlas drauf. Man hat natürlich nicht das Feeling von Atlas Online, 15 mal 15 Server, aber man hat dann eben einen Server mit allen Biomen und kann dann trotzdem drauf spielen. Das heißt, du kannst eine Insel besiedeln, du kannst die Quests machen und sowas. Aber es gibt natürlich einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel Bossmonster, die gerufen werden können. Die gibt's aber nicht. Was fehlt? Bossmonster, die Gemstones? Noch gibt es das nicht. Deswegen, darauf hoffe ich halt. Das ist, finde ich, das größte Manko. Das ist so ein Singleplayer-Funktion, also Server-Funktion, wo du sagst,
Wer will das bezahlen? Wenn du mal Atlas wirklich spielen willst, brauchst du eine große Karte. Weil da haben wir selbst unsere Inseldecks, die wir haben. Die haben, groß ist die. Groß vielleicht die Osthälfte von Seiland. Ja, es ist also ein kleines Stückchen, ist ja jetzt nicht wirklich viel, ganz ehrlich gesagt. Ja, also da bist du ja schnell durch, also. Da hast du ja halt nicht viel drauf. Nee, aber du hast ja eine richtige Karte. Das heißt, der ist größer. Ich weiß es nicht genau wie, ich kann es ja nicht sagen. Ich habe es sogar selber schon mal gestartet bei G-Portal. Ja, klar, aber ich habe noch nicht viel gesehen. Ja, aber der Cluster. Obwohl, du hast halt vielleicht ein bisschen weniger Wasser, aber groß sind die Cluster schon, muss man schon sagen. Also kannst da relativ viel draufpacken. Also so ein 4x4 Cluster, sagen wir mal 10, also so 40 Server wäre schon sehr gut. Also da hast du relativ viel drauf, muss man schon sagen, aber. Ich weiß natürlich nicht, wie groß man eine Karte machen darf. Also jetzt so eine Ragnarok-Karte ist ja schon, ich weiß nicht, viermal, fünfmal so groß wie The Island. Und weiß nicht, ob man da noch größer gehen kann. Davon habe ich jetzt keine Ahnung. Ich habe jetzt noch keine mehr gebaut. Glaub, du hast da gar keine Begrenzung. Ja, G-Portal hat das nämlich dann so gemacht, so wie es geht, haben sie das dann so gemacht, dass dann... Okay, das liegt, glaube ich, aber auch wieder an Atlas selber nicht an, weil du bist ja gerade bei Ark. Ja, aber Ark und Atlas ist ja die gleiche Engine, gleiche... Ja, aber das mit Kartendesign ist mal ein Tacken anders. Also bei Atlas kannst du nicht so große Karten machen wie bei Ark. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, das geht nicht. Deswegen, das ist ja auch die Sache, deswegen zum Beispiel hätten die ja sagen können, okay, wir machen einfach so eine große Karte wie bei Ragnarok und hauen das als Server rauf. Das geht halt ja auch nicht. Müssen wir mal testen. Ich habe ja mein Atlas-Mini-Server ja noch online. Ich habe aber die kleine Server genommen. Ich glaube, das war nur der 2x2 oder 1x1. Also so ein Mini-Teil. Aber trotzdem All Biomes. Das heißt, du kannst alles sehen. Schnee, Wüste und sowas. Sowas wie hier Olympus, so eine kleine Mini-Teil. Ja, das wird nicht so klein sein. Natürlich nicht. Das Wetter macht doch sonst auch keinen Sinn, mit den Schiffen dann rumzugurken. Ja, so die Weimar-Dinge habe ich zusammen. Ehrlich? Ja. Nicht schlecht. Ich bin gerade hier ich bagger gerade die Brontos an. Wir fehlten ja gerade noch 6 Stück, also. Da mich die Weiber diesmal nicht erwischt haben, ging jetzt relativ schnell vonstatten. Ich hatte relativ viel kleine, muss ich sagen. Das heißt, bei kleinen ging das halt noch schneller. Sterbe halt schnell. Ich hab Level abgemacht. Ah, das ist gut. Jetzt nur ein. Ich brauche noch 5 von den Dingensbummens. Knöchelchen. Dann haben wir das auch schon gesammelt. Dann machen wir jetzt noch die Spinos und die T-Rexe. T-Rex habe ich auch noch gesammelt. Jetzt eine Atombombe und alles ist weg. Naja. T-Rex-Arme haben wir auch zusammen. Spino-Dinge haben wir auch. Oh, auf zu beißen, blödes Vieh. Wir haben 14 Spino-Siegel und irgendwas mit 20 T-Rex-Arme. Ach gut, dann haben wir es ja schon. Kurz mal ein bisschen aufladen. So. Hätte zwar den gerne gemacht mit Hilfe vom Spencer, aber wir können ja neue Sattel noch nicht machen, das heißt, wir können ihn noch nicht nutzen. Ich mache gerade Fotos. Die Frage ist, wann ich mal nicht Fotos mache. Wollte gerade sagen. Kommt her! Schlag euch alle zusammen. Schlägerei. Boah, das ist zu viele Brontos, ey. Da kriegt man erst auf die Fresse hier. Weil der Managam ist ja eigentlich auch recht langsam, wenn der keine Power mehr hat, ne? Also für eine Theorie Metall hätten wir jetzt sogar schon mal zusammen für einen Replikator. 5000. Polymer. Ja, müssen wir auch ein bisschen fahren. Blackpearls auch. Der Hessendeckst, dass wir dann bald mal so eine Elementtour machen, dass wir bald mal einen Replikator machen können. Also das Teil für Element. Ja, wir gerne machen. Ich bin mit den Brontos auch hier fertig, aber ich habe jetzt gerade eine ganze Bronto-Familie hier erwischt. Ich habe gerade wieder so ein paar Schattenprobleme. Seht das, Leute? Schatten dreht sich einfach nur um mich herum. Voll doof aus. Oh ne, Element haben wir auch genug. Na gut, da können wir rein drin, könnten wir. Ja, Element haben wir. Oh ja, wir haben ja die Naut gemacht. Schon klar. Jetzt haben wir die Naut noch gemacht. Da war ja was. Und von der Thüringer-Dex könnten wir uns einen Replikator herstellen.
Machen wir gleich. Ich bin hier gerade mit der Mrs. Bronto-Familie. Oh, die ist in Ordnung. Der Schatten geht mir gerade voll auf den Sack. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll ohne Schatten. Der Schatten verfolgt mich. Ja, hier ist ohne Schatten. Komm mal her. Ich brauche ein besseres Foto. Hier kommen wieder die nächsten Schatten. Ich habe die Schattenprobleme gerade. Animation-Problems? Ignoriere Problem. Dann Problem gelöst. Rex Hope 2 ist tot, by the way. Auch? Warum? Geisterschiff. Oh. Ja. Wir haben es besiegt. Aber war auch untergegangen. Es ist ehrenvoll gestorben, genau wie die alte Besatzung. Aber es ist möglich. Wir haben sogar weniger Kanonen gehabt. Und weniger Personalanschläge. Und naja, wir konnten die Löcher nicht stopfen, weil Kanonen davor. Und die hatten keinen Eimer. Der was wurde. Alles Unglück hier, Unglück hier. Nein, ich glaube, die Section, die spawnen zu schnell. Gute Halbleser. Ja, ich habe hier so viele Brontos alles, und T-Rexe und alles um mich herum. Weg, schnell! Hopp, 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 hopp. Ja, endlich habe ich Nummer 6 und Nummer 7. Wunderbar. Da liegt noch einmal 8 vor mir. Oh, hier ist auch ein Section. Schwing! Black Pearls, okay. Ich wusste gar nicht, dass der T-Rex auch Black Pearls rausspuckt. Warte, die Viecher so trocken, ja. Ah, nein, absteigen. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ja, 8. Jetzt fehlen mir noch 2. Dann hätten wir das Wald-Titan, war das, glaube ich, gewesen, ne? Ja. Wald-Titan. Ah, Mann, ich gehe mal hier weg. Der Schatten geht mir so auf die Eier. Jetzt hier, Mann, ey. Ey, jo. Der Kolei. Ey, jo. Mann. Geht das nicht? Stell uns mal Kantinen her. Oh, hier ist ein Giga. Meinst du, ich krieg ein Gigablatt? Ne. Prontos. Du siehst ja abgefahren cool aus. Hoffentlich bist du ein cooles Level. 3, ein 43er Tech Rex, der ist komplett schwarz und hat diese inneren Streifen gelb. Sieht abgefahren aus. Oh, voll gegen die Tür. Ich müsste den Rechner mal wieder neu starten, damit ich diese Schattenprobleme weg habe. Das habe ich manchmal. Es ist einfach, die Schatten nicht aufgebaut werden. Also, dass die Schatten nicht da sind, sondern dass die einfach vor mir hergeschoben werden. Immer wenn ich dann da vorbeilaufe, dann ist der Schatten da. Scheiße, ey. Das ist übrigens die Einstellung, die ich im Moment wieder laufen habe. Schatten? Aua, Mensch, ey! Schon platt. So, kurz Luft holen. Und ich werde jetzt meinen letzten... Vorletzten. Ich glaube, noch zwei muss ich... Brontos. Boah, der macht so viel Schaden, das Ding hier.
Selber schuld. Greift mich nicht an. So, noch ein. Noch ein Bronto-Knockele. Ach, der frisst. Ich friss das wirklich. Oh, nein, ich wollte nicht auf die landen. Oh Gott, auf was lande ich denn hier die ganze Zeit? Ich wollte das nicht. Die Landung vom Managrmr ist ja auch echt Aua, ne? Der fetzt ja alles weg, wenn er beim Landeanflug ankommt. Fuck, ey. Letzter scheiß Bronto und ich finde jetzt keinen, oder wie? Da ist auch ein länger Schwänzler. Ach, das ist... so ein anderer Schwanz. Ups, was habe ich jetzt hier getroffen? Schuld. Das hier. Alles gut wieder. Komm schon, der letzte Bronto jetzt hier. Wenn ich das bestimmt, als ich einen finde, dann hat er bestimmt keine Bronto-Knochen dabei. Ey, das ist echt ein Witz, ne? Auf der ganzen Karte sind jetzt die Brontos ausgestorben, Navi. Wir hätten uns zwei zähmen sollen und paaren, damit wir sie töten können. Aber dann kriegt man ja nichts. Auch nicht gut. Aber wir hätten sie aussetzen können. Man weiß ja nie. Da ist er. Das sind jetzt 6 Kantinen, die mache ich mal alle voll. Mann, welches Level bist du hier? Stirb jetzt endlich. Tja, das ist der T-Rex. Hier, ich bin Level up. Ich weiß nicht, ob ich das Privatlevel, also jetzt ich Level up bin oder der die. Ich bin dabei Managarm Level up oder Level up. Managarm leider, ja. Aber ich habe den letzten Knöchelchen habe ich gesammelt. Wunderbärchen. Ich komme wieder zurück. Ich wollte eh oben auf so ein Hochhaus springen, aber nein. Aber nein. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was hängt denn da für ein Schwänzlein? Nee, voll vorbei.
Oh Gott. Der Mann, gar, wenn er keine Ausdauer mehr hat, dann ist er aber auch echt immer voll für die Pfeife, ne? Ja, da kann er gar nichts mehr. Nichts. Nicht mal schnell laufen kann er. Humpelt sich ja was zusammen, der Kollege. Lege Schnurrschuh. Oh Gott. Ich warte ganz kurz, Leute. Dann mache ich nochmal den letzten Sprung nach oben. Gibt's ja gar nicht, ey. Stehe kurz in den grünen Argen, komm da nicht rüber. Okay, das reicht. Hier oben hätte man auch ganz gut bauen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie unsere Position ist echt für mich immer noch die beste. Top notch. Ich hätte den Baum umgesägt. Du hast den Baum umgesägt. Ja. Ich bin aber eigentlich davor gelandet, aber naja. Dex war's. Ich selber, ne? Voller Witze. Wo ist er hin? Aus den Angriffen. Bring grad zurück. Ja. Jetzt haben wir keine Bäume mehr hier. Wir sind echt vier Bäume pflanzen. Refertilize. Oh, willst du irgendwas schicken? Ja. Wohin? Zum Replikator bauen. Das muss ja irgendwie gemacht werden, das Ding. Irgendwie. Kann ich da laufen? Kann ich. So, Leute. Ich laufe jetzt mal in Schneckentempo. Lauf. Jax, lauf. In die Bude. Und damit sage ich dann erstmal, das war's für diese Folge. Wir haben ja eigentlich jetzt alle Utensilien, die wir brauchen, ne? Ja. Gut. Dann gucken wir jetzt noch, dass wir ein bisschen... Wir brauchen es zwar nicht, aber vielleicht ein bisschen bessere Rüstung bekommen. Bessere Eulen brauchen wir eigentlich. Bessere Eulen, bessere Tiere, bessere Waffen. Die Waffen sind jetzt zwar nicht so wichtig, aber haben ist immer besser. Und dann könnten wir eigentlich langsam los, ne? Zum großen... Bossi. Alles klar. Däumchen hoch, Leute. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis denn. Und tschüss.